Also, hallo Bolto. Na, alles klar bei dir? Hallo, das seid ihr ja. Du hast in deinem Aushang am schwarzen Brett explizit nach mir verlangt? Ja, ich dachte, wenn ihr Interesse habt, bringe ich euch etwas über Botanik bei. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardust Chronicles. Und Nanu? Das Menü sieht doch irgendwie anders aus. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt hier in Version 0.4 spielen, die Orange heute veröffentlicht hat. Und heute ist für mich der 9.1. Für euch vermutlich, jetzt lasst mich überlegen, Sonntag, das ist dann der 14. Wenn mich nicht alles täuscht, dürftet ihr diesen Part hier am 14. sehen. Und ja, was ist jetzt anders? Unter anderem hier dieses Questmenü ist jetzt im Hauptmenü mit drin. Dort ist es auf jeden Fall deutlich sinnvoller platziert. Das ist sehr schön. Und er hat meinen Mauspatch übernommen, den ich ihm geschrieben habe. Hat den auch noch getestet. Und ja, es scheint wohl ohne Probleme zu funktionieren, auch bei verschiedenen Auflösungen und was weiß ich nicht alles. Also ja, so viel dazu. Und hat es auch an den Stellen übernommen, wo ich sonst Probleme hatte. Das kann ich ja dann gleich nochmal hingehen und zeigen. Und was auch neu ist, ist wohl hier, ich glaube genau hier war das, glaube ich. Genau, da sieht man jetzt nämlich die Zuneigung statt die Quests und kann hier jetzt zum Beispiel erkennen, mit den drei Gesellen hier oben, mit denen verstehe ich mich schon gut. Die anderen, die sind scheinbar noch neutral, also vermutlich wird es da auch einen roten Smiley geben, von wegen, ey, ich hasse dich, du Arsch. Aber ja. Prüfe hier, was die anderen Dorfbewohner von Temsik halten. Neben den entsprechenden Charakteren werden entsprechend viele lachende Gesichter angezeigt. Je mehr, desto besser. Okay. Ah, okay, es gibt also keine roten Smileys. Okay, alles klar. Bei ihr werden wir sicherlich demnächst dann auch irgendwann einen gelben Smiley bekommen. Ja. Aber gut, genau. So viel dazu und wir haben Nacht. Wir haben Nacht. Was habe ich denn, als Hauptquest? Findet der Corner? Ja, okay, das wird wahrscheinlich die All-Game-Hauptquest sein, sozusagen. Schatten am Rand. Es ist nach wie vor ein Rätsel, wie der Sukubi-Stein die Barriere durchbrechen und Nutria betreten konnte. Gleichzeitig ist es ein Mysterium, wie Temsigs Bass seinen Weg vor seine Haustür gefunden hat. Vielleicht hat der Sukubi-Stein ja etwas damit zu tun. Korn würde das gerne mit dem Gedanken Konservierungszauber überprüfen. Triff dich mit Korn vor der Barriere Nutrias. Aber mittags hat er gesagt, meine ich. Nutria verlassen. Jedoch kann er laut Korn muss er nur etwas trainieren, denn die Barriere ist eigentlich nur für schwache Menschen undurchdringlich. Okay. Trainiere Temsig, indem du Mönche bekämpfst und versuche es erneut. Okay. Ja, nee, dann schau ich mal nochmal kurz raus. Und schau einfach mal, ob ich da jemand Nachtaktiven finde. Jemand Nacht- und Regenaktiven. Ja, okay, hier ja nicht. Ich bin auf der falschen Seite von meinem Haus weg. Aber andererseits könnte ich wahrscheinlich auch schlafen gehen. Weil, ja, ich glaube, ich gehe schlafen. Wird wahrscheinlich mehr Sinn machen. Dann machen wir morgen weiter. Und in den Kalender sollte ich aber mal schauen. Weil, ich glaube mal irgendwo was gelesen zu haben, dass diese Demo wohl eigentlich nur eine Woche geht und wir haben schon Freitag hier, also, ne? Ja, Schauen wir einfach mal. Hör mal, Wirbel, da gibt es noch etwas, das ich dir erzählen möchte, wegen Korns Geschichte. Du weißt doch noch, oder? Die Geschichte des Erdvolkes und des Himmelvolkes. Weißt du, Korn hat die Geschichte viel zu neutral erzählt. Es brach nicht plötzlich Krieg zwischen den Völkern aus. Es war die Arroganz des Himmelsvolkes, welches sich so überlegen fühlte und das Erdvolk wie ihre Sklaven behandelte. Von friedlichen Zusammenlegen kann nicht die Rede sein. Auch wenn der große Krieg lange vor meiner Geburt stattfand, so habe ich doch genug davon gehört und gelesen. Ich wollte dir das erzählen, damit du nicht den falschen Eindruck kriegst.
Ja, okay. Ich bin so müde. Ja, gehen wir schlafen. Kriegen wir wieder einen Traum, oder? Nee, heute nicht. Guten Morgen, Wirbel. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ach so, und ich check schon, was da Sache ist. Wir haben ja diesen Brief von Colin mal bekommen, dass wir an irgendeinem Montag das Haus nochmal verlassen können, weil er was untersuchen will. Guten Morgen, Timsik und Wirbel. Seid ihr bereit, auch heute wieder alles zu geben? Ja, klar. Angeblich soll es einen Wurm geben, der nur die Buchstaben frisst, ne? Das kennen wir ja schon. So, und ja, die Sache ist, das ist wahrscheinlich das, was die Demo beenden soll. Vermute ich mal. Dass er dann einfach sagt, ja, jetzt kannst du nimmer das Haus verlassen, also viel Spaß hier drin. Und bei der nächsten Demo dann einfach den Schalter wieder quasi auf ausstellt. Und dann sagen zu können, ja, jetzt geht's weiter. Morgen, ihr seid ja früh auf. Ja, ich will. Sylvian verlässt manchmal das Dorf. Ich frage mich, was sie da draußen macht. Nerolia ist eine fähige Kriegerin. Ich bin sehr froh, sie in Nutria zu haben. Sie nimmt den Schutz des Dorfes sehr ernst. Etwas zu ernst, was? Wenn es um den Schutz des Dorfes geht, kann man nicht ernst genug sein. Ja, okay, das stimmt wohl. Als der große Krieg ausbrach, blieb Nutria wie durch ein Wunder von der Verwüstung verschont. Städte wie Schlösser fielen, doch niemand griff dieses Dorf an. Ob es einfach nur zu klein und zu unbedeutend für das Himmelsvolk war? Hey, der große Krieg fand vor unserer Zeit statt. Woher weißt du das? Hast du mal einen Blick in die alten Aufzeichnungen geworfen? Du kannst alles nachlesen. Natürlich. Okay. Okay. Der will sich erst später mit uns treffen. Erhöht Tempo und Genauigkeit. Oh, coole Sachen. Oh, wartet mal. Habe ich hier wieder einen Chipset-Fehler gefunden? Ja, hab ich. Also rechts von der Tür komme ich hin. Links von der Tür auch. Aber die Tür ist dann blockend. Sieht ein bisschen seltsam aus. Okay. Ich finde aber auch den absurdesten Mist, ne? Sternzeichen, Otterkorn. Achtet auf aktive Sternzeichenbilder. Prüft regelmäßig die Sternenkarte. Sternbilder beeinflussen Monster und manchmal findet man auch Elementarteiler. Elementarteiler, nicht Elementar. Im Observatorium kann das aktuell aktive Sternzeichen an der Sternenkuppel geprüft werden. Wenn ihr einen Kalender habt, könnt ihr zukünftige Termine darin eintragen. Taktischer Kampf. Achtet bei starken Monstern immer auf eure Kampfposition. Stellt schwächere Teammitglieder nach hinten und schützt sie vor direkten Angriffen. Auch von der defensiven Position aus kann viel getan werden, sei es mit Runenzaubern oder mit Gegenständen. Denkt stets daran, dass eine Flucht in einem aussichtslosen Kampf immer eine Alternative darstellen kann. Niemand ist stark genug, um gegen alle Monster der Welt gewappnet zu sein. Auch ich nicht. Irgendwo gab es auch so ein nettes Buch, wo, glaube ich, dann dran stand von wegen Temsig, ich mein dich oder so. Ich meine, da war irgendwas in der Richtung. Und hier soll ich also die Sternzeichen prüfen können. Ja, kein aktives zu entdecken. Alles klar. Ja gut, dann laufen wir halt mal durchs Dorf und schauen, was wir so aufsammeln können. Hier gibt's nichts mehr. Okay. Dann gehen wir halt hier runter. Die Einschlagtafel könnten wir uns auch nochmal anschauen. So, alternativ, ne? Habe ich Gärtner. Ein neuer Bewohnerzug, ja, okay. Annehmen. Ich hätte vielleicht auch die Quest-Info angucken können. Egal, das kann ich erst hier machen. Sehr schön. Nebenquests. Im ewigen Eis, Unkraut jäten, von Korn. Hobbygärtner. Eine Anfrage am Schwarzen Breck. Offenbar möchte Bolto, dass du etwas für ihn anbaust. Okay. Also, hallo Bolto. Na, alles klar bei dir? Hallo, das seid ihr ja. Du hast in deinem Aushang am schwarzen Brett explizit nach mir verlangt? Ja, ich dachte, wenn ihr Interesse habt, bringe ich euch etwas über Botanik bei.
Manche Pflanzen benötigen extrem lange, bis sie ausgewachsen sind. Und manche Pflanzen benötigen Runenkraft eines Runenelementes, um zu wachsen. Es gibt so viel zu beachten. Wollen wir mit etwas Einfachen anfangen? Du hast recht. Hier, bitte. Saat, Erdbeeren. Erdbeer, Thymian, okay. Erdbeer, Thymian könnt ihr im Frühling anbauen. Bringt mir für den Anfang ein Exemplar davon. Aber du hast mir 3 Päckchen Saatgut gegeben. Behalt den Rest einfach. Erdthymian hat moderate Heilkräfte. Das kann man immer gut gebrauchen. Moderat also. So, so. Quest wurde aktualisiert. Hobbygärtner. So. Und jetzt steht also wahrscheinlich drin, dass ich hier... Ich blätter mal nach links. Okay. Nichts Aktuelleres. Quest wurde aktualisiert, aber ich sehe nichts Aktuelleres. Alles klar. Nee, dann werde ich das doch mal versuchen irgendwie anzubauen. Wahrscheinlich hier. Irgendwie. Ah, Gießkanne, Sichel und Erdbeerthymian. Hier haben wir es nämlich tatsächlich, sobald ich mich auf dem Feld befinde, bekomme ich nicht nur irgendwie diese Anzeige da oben rechts, was wahrscheinlich eine Wasseranzeige ist oder so, sondern eben auch hier ein Pflanzmenü zum Anpflanzen. Dann würde ich mal sagen, Erdbeerthymian. Ah, okay. Dann merkt er sich das. Flip. Moment, hier hin. Kann ich auch hier hin? Nee. Dam, dam. So. Kann ich jetzt hier Gießkanne? Okay, ich kann nicht mehr als 3 haben. So. Und die Sache ist, genau, die Felder sind tatsächlich nicht mehr betretbar, weil man möchte ja seine Saat nicht kaputt machen. Mit der Sichel könnten wir das jetzt entfernen, wollen wir aber natürlich nicht machen. Und, ich glaube zumindest, dass das so war, dass man es mit der Sichel entfernen konnte. Temsig! Was? Ist was passiert? Schnell, gib mir eine Luxus-Tami-Matte! Was? Warum das denn? Ich hätte gern eine, reicht das denn nicht? Alles klar. Also wenn wir eine Luxus-Tatami-Matte auftreiben, können wir ihr das zum Geschenk machen und dann unsere Freundschaft steigern. Sehe ich das richtig? Post brauche ich nicht gucken, da ist kein rotes Ding. So, zack, schauen wir mal. Bolto. Bist du Bolto? Naja, egal. Aber da werden wohl noch mehr dazukommen, vermutlich. Es ist immer noch morgens. Immer noch morgens. Dann gehen wir halt mal hier rüber. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Samen wachsen und ob ich das jetzt überhaupt noch irgendwie abschließen kann, aber hey. Man kann ja mal gucken. Moment. Zack. So. Hallo? Wieso kann ich dich nicht... Sind da Pilze drauf oder so? Das ist irgendein besonderes Holz. Aber er sagt leider nichts dazu, was mir weiterhelfen würde. Keine Erklärung, wieso ich dieses Holz nicht nutzen kann. Vielleicht ist es auch feucht, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall irgendwas drauf. Man erkennt schon, dass es anders ist. Jetzt ist Mittag. Schnell. Porten brauche ich nicht so wirklich, weil ich bin schon da. Schon da. Oh, okay, ich muss also ganz hoch. Alles klar. Dann, hey, Cohen. Was machst du denn hier? Hi. Hallo, ihr beiden, ist alles in Ordnung? Meine Drumsticks habe ich von Weedy mit speziellen Erzen überziehen lassen, damit sie hart genug sind, um sich auch als Waffe zu eignen. Da sie so schön handlich sind, kann ich damit sehr schnell agieren. Unterhältst du dich gerne mit mir? Ja, schon. Deine Waffe sieht sehr schwer aus. Ist es nicht anstrengend, damit zu kämpfen? Zunächst war es das, doch ich habe mich da bereits daran gewöhnt. Nerolia, warum bist du neulich einfach gegangen, als ich dich gefragt habe, ob du in Nutria geboren wurdest? Lass mich in Ruhe. Es ist gut, ich lass dich in Ruhe. Ich lass dich sofort in Ruhe. Ich mache jetzt stattdessen lieber die Quest weiter und sehe gerade, wir haben eigentlich schon 14 Minuten. Egal.
Da seid ihr ja. Dann wollen wir mal schauen, ob Erinnerungen des Sukubi-Steins an deinem Bast haften. Lege bitte deinen Bass ab. So, da hast. Gut, und los geht's. Okay, wir leuchten. Wir sind halt ganz schön helle. Was ist das? Unglaublich. Unsere Geistkörper befinden sich in einer Erinnerung. Temsik, diese Erinnerung ist viel zu klar, um von einem niederen Wesen wie einem Sukubi-Stein zu stammen. Was auch immer wir nun sehen, es ist die Erinnerung eines weitaus mächtigeren Wesens. Und eine unfassbar starke Erinnerung. Was? Wer ist das? Temsik, diese Person muss sich im Besitz deines Basses befinden. Aber wieso? Ach du Schande, macht's einfach kaputt. What? Ah, und so kam der mit. Ne? Okay. Damit haben sich zwei Fragen auf einmal geklärt. Das heißt aber auch, es könnten noch ein paar mehr Sukubi-Steine hier sein, ne? Das ist ja schrecklich, Temsik. Weißt du, was das eben alles bedeutet hat? Ich denke schon, aber sag du zuerst. Wir haben es mit einem neuen, unbekannten Feind zu tun. Dieser maskierte Ritter ist unfassbar mächtig. Er konnte ohne Probleme von außerhalb des Dorfes die Sternenstaubbarriere deaktivieren. So etwas habe ich noch nie gesehen. Außer der schwarzen Kreatur kenne ich keinen Menschen, kein Monster oder sonstiges Wesen, welches dazu in der Lage wäre. Dieser maskierte Ritter hatte meinen Bass. Dennoch habe ich ihn vor der Farm gefunden. Irgendwas muss ihm passiert sein. Temsik, wir haben noch ein weiteres Problem. Als die Barriere deaktiviert wurde, scheinen 4 Sukubi-Steine in das Dorf gekommen zu sein. Laut Neurolias Bericht habt ihr aber nur einen davon bekämpft. Das heißt, irgendwo in Nutria befinden sich noch 3 weitere Sukubi-Steine. Macht 2 draus. Bei einem haben wir mit Nerolia gemeinsam in ihrer Hütte da bekämpft. Die hat doch irgendwie gemeint, sie hat einen hergelockt. Also müssten es dann nicht eigentlich nur noch 2 sein? Ich weiß es nicht. Keine Sorge, ich suche die verbleibenden Sukubi-Steine. In Ordnung. Ich werde versuchen, etwas über die Maske oder die Rüstung des maskierten Ritters herauszufinden. Vielleicht erfahren wir dann mehr. Okay. Quest wurde aktualisiert, die standen am Rand. So. Quests. Die standen am Rand. Enthüllte eine weitere mysteriöse Gestalt, ein maskierter Ritter, in dessen Besitz sich offenbar Temsiks Bass befand. Er konnte ohne Probleme die Sternstaubbarriere deaktivieren und Nutria betreten. Ihm folgten 4 Sukubi-Steine. Einen davon hat Temsik bereits mit Nerolia zusammen besiegt. Während Korn versucht, etwas über den maskierten Ritter herauszufinden, soll Temsik nach den verbleibenden 3 Sukubi-Steinen suchen. Ziel: 3 Sukubi-Steine innerhalb Nutrias. Okay. Du. Bestimmt ist einer am Strand. Ich sag's euch, ich sag's euch. Einer wird am Strand sein. Ja? Nein? Oh, schade. Schade. Der hätte so gut gepasst. Okay. Bisschen können wir ja noch suchen. Dann gucken wir mal hier. Vielleicht ist ja auch mal so nebenbei was gewachsen. Könnte der hinterm Baum sein? Das wäre ein echt fieses Versteck. Okay, dann also nicht. Sukubi-Steine. Nein, gegen das Unkraut werde ich nicht kämpfen. Zumindest nicht ohne vorher zu speichern. Wie wär's? Speichern. Habt ihr gedacht, ich renne da rein, hm? So, jetzt komm her. Und danach mache ich aber wirklich auch erstmal Partende. Oh Gott. Das kann ich doch vergessen, oder? Ja, ich mach schon 20 Schaden. Aber die macht halt auch 25, diese Pflanze hier. Nee, das können wir voll vergessen.
Okay, dann zeigen wir mal die Flucht. So sieht die Flucht nämlich aus. Okay, ja, also, das braucht noch ein bisschen. Das braucht noch ein bisschen, bis wir das machen können. Huch, wieder so ein spezielles Holz. Ist ja strange. Wo können die Sukubi-Steine denn sein? Na, wo können sie denn sein? Ich schau überall mal rein. Später auch in die Häuser, ja. Versprochen. So, zack. Aber erstmal nehme ich das ganze Holz mit, weil... Und das ganze andere Zeug, weil... Falls wir mal Geld brauchen, können wir dann was verkaufen. Also sozusagen, momentan ist für mich noch die indirekte Währung Holz. Apropos, ne? Gut, ich wollte eigentlich den Part beenden, ich weiß. Jetzt ist die nicht da, stimmt ja, wir haben ja Feiertag. Die feiern nämlich alle 6 Tage. Da ist immer Feiertag. Da feiern sie, dass sie nicht arbeiten müssen. Aber müsste da nicht der Markt offen haben? Da gab es doch so einen komischen Markt oder so, der an Feiertagen geöffnet haben soll. Lasst uns das mal auschecken. Der war, glaube ich... Ach so, im Haus, ja. Der war, glaube ich, der war, glaube ich, bei meiner Hütte. Überhalb, hier nördlich von meiner Hütte war der, glaube ich, der Markt. Deswegen checken wir das mal aus. Hier. Ja, genau. Sag mal, Con, wie funktioniert das eigentlich genau mit dieser Zeitschleife? Warum fragst du? Du warst doch dabei. Und jetzt bin ich zu einer Zeit in diesem Dorf, zu der ich eigentlich noch mit der Korne auf Reisen war. Weißt du, unsere Zeit ist wie ein großer Fluss. Deshalb nennt man ihn auch den Zeitstrom im Himmel. Diese Zeitschleife leitet sozusagen einen kleinen Teil des Flusses in eine andere Richtung. Um genau zu sein, in die entgegengesetzte Richtung. Wir alle befinden uns aktuell in diesem kleinen Kanal, welcher neben dem großen Zeitstrom fließt. Deshalb bist du hier. Doch gleichzeitig bist du mit der Korna im eigentlichen Zeitstrom auf Reisen. Am Ende der 2 Jahre synchronisiere ich die diese Realität wieder mit dem Hauptfluss des Zeitstroms. Und wenn uns die schwarze Kreatur erneut vernichtet, so wird ein weiterer Kanal erschaffen und ein Teil des Zeitstroms wird erneut zurückgeleitet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Das ist eigentlich für euch auch nicht von Bedeutung. Ich kümmere mich um den Zeitstrom, fertig. Okay. Weedy. Hey Kumpel, ich verkaufe hier einige Sachen, die ich nicht mehr brauche. Ja, dann zeig mal her. Was hast denn du so? Eisenerz, Feuertaler, Holz, Holzkohle. Nee, danke. Und du? Möchtet ihr schauen, was ich im Angebot habe? Ja. Schon irgendwie. Ein Feuerorb. Und noch ein Feuerorb. Kleine Flamme, RP3, Feuerschaden 5. Flächenbrand. Können wir uns beides nicht leisten, aber ist gut zu wissen. Ich habe einige heilende Pflanzen zu verkaufen. Seid ihr interessiert? Ja, gib mal, zeig mal her. Schokominze, ja, die kennen wir ja noch. Erdbeerthymian. Kirschbasilikum. Milchglöckchen. Oh, Muschel, Heilbrand. Höhlengras. Wüstendorn. Ach, was es nicht alles gibt. Eine Marone, auch cool. Und das ist halt prozentmäßig, das ist natürlich schick. Das ist natürlich schick, dann muss man nicht zig einzelne Gegenstände machen für spätere Dingens, sondern für spätere Level, wo man dann mehr HP hat oder so, sondern kann die einfach wieder verwerten. Ist doch schön. Einmal pro Woche biete ich den Bewohner Nutrias hier an, mit meinem magischen Kreis ihre Stärke neu zu verteilen. Interessiert? Ah, ja, das habe ich auch gelesen. Weil dadurch ist es dann möglich, sich gezielt auf andere Questen und so vorzubereiten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Und 100 Kopazzi, jetzt habe ich nämlich auch mal dieses System durchschaut, glaube ich, ist ja dann im Prinzip, wenn man ja täglich sammeln kann. Ja, gut, zur Not schläfst dann in der Vollversion halt ein paar Mal und hast dann deine Kopazzi zusammen. Wobei ich auch gelesen habe, dass man wohl nur bedingt Zeit hat, die Hauptquest zu erledigen. Das wird alles noch sehr, sehr interessant. Aber nein, danke. Jetzt momentan gerade erstmal nicht. Ein Waschbecken. Ah, man muss sehr aufpassen, dass man nicht den ganzen Boden nass macht. Okay. An jedem Ferientag scheint hier für den Markt geheizt zu werden. Ein Schrank, wie er für gewöhnlich in Badezimmern zu finden ist. Okay. Dann ist das für mich erstmal uninteressant. Was gibt's für mich noch Interessantes? Ja, ich soll noch die Sukubi-Steine finden. Stimmt ja. Da war was. Aber wenn die hier außen nirgends hin, müssen die fast hier innen irgendwo sein. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, wir werden die schon noch finden. Aber theoretisch einen haben wir ja mit ihr schon erledigt. Dachte ich, aber der scheint nicht dazu zu zählen. Der scheint nochmal irgendein anderer sein. Zu sein. Aber wenn der nicht dazu zählt, dann müssen die ja echt Probleme mit ihrer verdammten Barriere hier haben. Meine Güte. Verschlossen. Okay. Dann halt nicht. Hier drüben vielleicht? Hier ist Wasser, da würde doch so ein Klubschi hinpassen. Nee. Schade. Warte mal, pennt die hier jetzt wieder? Ja, die pennt hier wieder. Tja, haha. Aber jetzt darfst du umso weniger wissen, dass wir sie beobachtet haben, während sie schläft, ne? Nicht, dass die noch auf dumme Gedanken kommt. So, nee. Okay, Sukubi-Steine, wo seid ihr? Habt ihr euch im Kamin versteckt? Ja, schade. Hätte ja sein können. Hier vielleicht? Okay, dann halt nicht. Vielleicht hier? Lassen wir sie besser schlafen. Ja, der Meinung bin ich doch aber auch. Warte mal, sie hat... Haben die anderen Zimmer auch so ein eigenes Bad? Die hat hier unten nämlich ein eigenes Bad. Seht ihr da? Mit mit Badewanne und alles. Hier auch. Das Zimmer oben rechts nicht. Dafür hat das Zimmer oben rechts, glaube ich, ein Doppelbett. Ich glaube, das war das Zimmer. Das hier hat dafür eine Küche. Ja, aber gut, da gab es ja auch irgendwo die Raumaufteilung. Insofern, ja. Vielleicht heute ist auch einfach... gerade nicht richtig im Kopf, was jetzt als Zimmer gedacht ist und was als Küche und so. Und ich dachte, ich hätte den Part schon beendet und einen neuen gestartet. Egal. Dann beenden wir den Part jetzt einfach, weil 28 Minuten sind genügend. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part und ja, würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Stardust Chronicles. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.